Hallo und willkommen zurück zu Destiny 2. Hier mal endlich im Hauptmenü. Seht ihr das mal schön, alle Planeten. Es wurden im Jahre immer weniger und dann mehr und dann weniger. Komplett unterschiedlich. Ich musste auch jetzt diese Scheiße überspringen, dass ich nicht leidvoll den Anfang spielen muss. Ich hasse das immer noch, dass ich einfach in irgendeine Quest reingeballert werde. So, das nervt halt voll, wenn ich spiele und dann in irgendeine Quest reingebracht werde. Naja, das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern wir wollen die Anfangsquest noch fertig spielen. Und zwar hier, ein Hüter erhebt sich, schieße den Strike in Ungnade gefallen ab, indem du auf die Forward-Playlist im Zielort-Navigator zugreifst. Forward-Playlists helfen dir per Spielersuche, dich mit anderen Hütern zusammenzutun. Das klingt doch super, ich hoffe, ich bekommen um 6 Uhr, also es ist gerade früh morgens, ein paar Spieler. Aber ich glaube, das müsste nicht schwer sein, oder? Übrigens, hier ist nochmal mein schöner Warlock mit meinem Schiffchen. Ich habe jetzt auch ein paar neue Waffen bekommen von der anderen Quest, wo ich ja die ganzen Leute treffen sollte im Turm. Also ich bin jetzt automatisch auf 17, 20 gekommen. Also ich kriege irgendwie schneller Lichtklebe als bei meinem Jäger. Aber okay, nehme ich an. Was kann ich hier? Ach, hier ist schon ein Titel. Ein Titel. Dann nehmen wir doch den Flammenhüter-Titel, den ich ja, ich glaube, letztes Jahr bei dem Sonnenwende-Event gemacht habe. So, und oh, da geht's schon rein. So plötzlich. Ich werde auch einfach in irgendein Strike reingebracht. Ich hoffe, das ist auch der richtige. Aber ja, das ist, glaube ich, der. Genau. Wenn man lesen könnte, dann weiß man es. Und hier ist nur eine Person. Ja, geil. Außenrum muss ich gehen. Ey, hör auf, alles selbst zu machen. Das ist ärgerlich. Ich muss leveln. Ich finde auch schade, dass man jetzt nicht mehr einzeln levelt, also jede Klasse selbst, sondern nur noch das Profil levelt einen. Ja, eine neue Waffe. Man bekommt irgendwie schneller bessere Waffen. Was halt auch irgendwie den Spielfluss stört, finde ich. So. Weil ich verliere gleich wieder meine Waffe. Weil ich die andere vielleicht besser finde. Naja, genug beschwert. Oh, jetzt sind drei da. Ein Raid-Kommando der Gefallenen. Sie scheinen sich über Narutas Anwesenheit nicht zu freuen. Über eure sicher auch nicht. Hat sich gerade Zavala beschwert? Ey, das war nicht meine Idee, das war Seans Idee. Dieser Idiot, Alter. Dieser Idiot, Alter. Zack, dann mal weg mit dir. Da oben nochmal der Ritter. Bam! Schwert, Alter, was willst du? Zack, 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 zack. Also Strikes sind halt einfach nur solche Missionen, die halt manchmal auch schwierige Gegner geben. Auf jeden Fall sollen die halt ein bisschen fordern. Und die leveln dann ein halt. Es gibt halt auch noch so krassere Strikes, ich weiß nicht, warte mal, ich kann mal kurz gucken, wie die heißen. Genau, Dämmerungsstrikes. Da kriegst du halt mehr Belohnungen, aber dafür ist halt auch die Strikes ein bisschen härter. Ich meine, dann kriegst du auch so legendäre Ausrüstung. Das will man noch haben. Das will man doch echt haben. Also wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, was mit euch los ist. So. Ich habe irgendwie seit 19 diesen Drang, während den Videos immer Musik zu hören. Das klingt irgendwie voll assi, aber das ist voll entspannt, so währenddessen zu machen. Anlage vor uns. Ja, stehe nicht im Weg. Wir laufen vielleicht in eine Falle. Das ist unser Job. Wir bringen das Licht dahin, wo es sonst keiner hinbringt. Ja, das ist super. Ich
ich weiß halt schon, wie der Strike hier abläuft, deswegen ist das für mich auch keine Schwierigkeit hier. Junge, dieser Punkt hier, der nervt mich, weil der folgt einem nicht korrekt. Aber okay, nehmen wir es mal so an. Wie gesagt, wenn ich ein bisschen schlechter klinge, ist es früh morgens. AKA der 22. Und ich habe in 2 Stunden, ja, was zu tun in der Schule. Das ist mein letzter Tag für dieses Jahr. Aber es sind nur 3 Stunden. Also alles super. Alles super. Gut. Sind da. Dann machen wir auch die Scheiße hier auf. Ich habe Navotas restliche Verstecke. Navota, jetzt ist Schluss hier. Mehr hin. Eine gut geplante Falle. Ich tue nur meine Pflicht. Jetzt bist du dran, Hüter. Ja, ja, schon, laber einfach nicht. Entschuldigung, ich finde den Typen immer noch unsympathisch. Bam! Weil ich ihm direkt diese Kugel in den Kopf geschossen habe. Ich will auch stark fahren. Nee, das werden wir ja bald bekommen. Och. Ich schaue immer mit ihren kleinen, hässlichen Gegnern, die Leiblinge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fast abgekratzt. Da juckst du nieder. Ey, oh Gott, oh Gott. Der Bayerische. Geht hin. Der juckst du nieder. Ich mag das. Ich klinge irgendwie wie der letzte Betrunkene. Aber ich finde das so geil. What the fuck? Ja, geh aus dem Weg, Alter. Immer diese Kühlschränke, die vor dir stehen. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh danke, Timo, danke. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Gut. Endkampf. Besiege Navota. Ich weiß nicht, wie heißt denn Schahex auf Englisch? Also Hexe weiß ich ja, wie auf Englisch heißt. Nämlich Witch. Wie heißt denn die Schar auf Englisch? Ich glaube nicht, dass die Schar auch auf Englisch heißt. Dann würde es der Schar Witch heißen. Das klingt irgendwie ein bisschen bescheuert. Ah, immer diese dunklen Felder, die die Schar bildet. Hier oben kommt einer. Ich weiß genau, welche Spots hier sind, wo die Gegner alle kommen. Und gleich kommt eine Rote hier oben hin. Ja, die braucht noch ein bisschen. Wo es kommen noch ein paar Gegner. Jetzt. Kann er mal sein Eis wegmachen? Hallo. Ich so vor ihre Fresse stehe. Oh, ganz entspannt, nicht wahr? So. Nächste Phase. Oh Gott, jetzt kommen die Explosionen. Die Explosionen. Die sind ganz gefährlich, wenn man nicht aufpasst. Nein, ich habe keine Special Muni. Okay, hier ist es noch ein bisschen. Genau, hier kommen dann 2 Ogers. Die sind auch ganz gefährlich, aber kann man auch schnell wegmachen. Gut, da oben ist wieder mein Bruder. Aber gleich nicht mehr. Gleich nicht mehr bist du mein Bruder. Ich werde wahrscheinlich die Strikes offline spielen, weil sie sind halt echt nicht relevant. So, kurz nachladen. Na bitte. Ja, da heizt er schön. Jetzt geht's nach unten. Und drückt er schön eine Ulti-Frische. Ja, das schmeckt dir. Und der bist du da. In 9 Minuten haben wir es, glaube ich, geschafft. Irgendwo kann man das sehen. Dank dir können sie in Frieden ruhen. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Schorf.
Ich habe nur einen Reif bekommen. Aber stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich sehe es brennen, Hüter. Verlier deinen Funken nicht. Ja. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen, ja? Deine Geschichte fängt gerade erst an. Ausgezeichnete Arbeit. Komm zurück zum Ich habe was bei der Reise freigeschaltet. Was habe ich denn hier bekommen? Jäger. Ach, das war noch von gestern. Okay. Ja, ich spiele gerade wieder aktiv Destiny. Und da spiele ich natürlich mein Lieblings... meine Lieblingsklasse, nämlich den Jäger. Hier ist auch das neue das neue Wertungssystem. Aber das skippe ich immer, weil es ist nicht relevant. So, jawohl, 5 Verbesserungskerne. Dankeschön. Okay, sprich mit Navota gibt es nicht mehr. Und du beeindruckst uns weiterhin mit deinen Erfolgen, Hüter. Mit der Hilfe von Hütern wie dir konnten wir der Wahrheit auf den Grund gehen. Die Dunkelheit ist nicht das, was wir angenommen haben. Wie das Licht ist sie ein mächtiges Werkzeug parakausaler Energie. Trotz meiner Bedenken haben wir gelernt, sie für die Menschheit nutzbar zu machen. So wie unsere Feinde gelernt haben, das Licht gegen uns einzusetzen. Was wir einst für die Dunkelheit hielten, das Wesen, das unseren Untergang herbeigeführt hat, kennen wir jetzt als den Zeugen. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten verließ der Reisende die letzte Stadt, um ihm im Orbit der Erde zu begegnen. Und die Vorhut braucht dich jetzt mehr denn je. Komm zu mir, um wichtige Aufgaben zu erledigen, Hüter. Okay, hier wird viel zu viel über das aktuelle DLC geredet. Also Lightfall und The Final Shape. Wo wir noch nicht mal sind, Alter. Okay, wo werde ich jetzt schon wieder hingebracht? Bitte nicht in irgendeine Story-Mission. Warte. Nee, bring mich, glaube ich, im Turm rein. Das hoffe ich mal. Bitte. Bitte, bitte bring mich in den Turm rein. Hier ist leider immer noch das Weihnachtsevent. Regt mich auf. So, Zavala. Sei gegrüßt. Ja, dir auch. Dein Licht ist gewachsen, Hüter. Und es ist Zeit, dass du dies bei der Vorhut-Operation unter Beweis stellst. Ich weiß, dass wir auf dich zählen können. Wenn es darum geht, die letzte Stadt zu schützen. Commander Zavala, vielen Dank für die Quest, die ich nicht mache. Ausgezeichnete Arbeit, Hüter. Strikes sind ein wichtiger Bestandteil unserer Verteidigung der Menschheit. Ab sofort genehmige ich dir Zugriff auf unseren gesamten Spektrum an Strike-Protokollen. Wir brauchen ständig Einsatztrupps, die bereit sind, den Kampf bis vor die Tür des Feines zu tragen. Zavala legt eine Hand in die andere. Nun ist die Zeit gekommen, deinen Erfolg zu feiern. Du bist bereit für den nächsten Hüterrang. Die Zeremonie beginnt beim Baum hinter dir. Das ist eigentlich auch unrelevant, weil ich schon ein paar Hüterlevel weiter bin, aber naja. Sprich mit Commander Zavala. Ja. Gut. Sprich mit Ikora. So. Bevor wir mit Ikora reden, gucken wir nochmal bei den anderen, damit ich die Quest auch noch habe. Hast du mir Dunkelheit gezeigt, was genau, Lord Shax möchte mit mir ein bisschen PvP machen. Was wäre Benji? Fangen wir an. Ah, stimmt, die ganzen Exo-Quests. Ja, ist eigentlich auch unwichtig, aber kann man ja gerne mitnehmen. Jedes bisschen helfen. Hat der Kryptarch? Nee, der Kryptarch hat nichts. Wollt ihr nur mal gucken? Boah, Christian Stan hat einen Burnout gefunden. Klingt aber sehr gefährlich. Einfach so ein Burnout. So, Ikora. Die hat doch jetzt eine neue Synchronsprecherin. Komm schon, Hüter. Da kommst du gerade richtig. Es gibt eine Aufzeichnung über eine mächtige Waffe in den Archiven. Eine mit Arcus-Energie betriebene Maschinenpistole, die beim Untergang verloren ging. Wir haben das Gehäuse dieser Waffe geborgen, aber es war unvollständig, da die Arcus-Energiequelle gefehlt hatte.
Das wird sich heute dank deiner Entdeckung des Superleiters ändern. Ikora ballt ihr Hände zusammen, als würde sie einen Schlüssel in ein Schloss stecken. Findet Devin Kay, unserem Scout in der ETZ. Er kann dich zu dieser nicht funktionsfähigen Waffenform führen. Gut, dankeschön. Da gibt sie mir nochmal die ganze Quest für die einzelnen Lichttypen. Mögest du finden, wonach du suchst. Also wirklich, das Spiel gibt dir ja schon mal 100 Quests. Gut, aber ich glaube, der Rest gibt mir jetzt nicht nochmal Quests, das hoffe ich mal. Ja, was fangen wir denn an? Oh Gott, Alter. Ja, keine Ahnung. Ich würde hier die beiden Quests mal machen. Gott, können wir hier schon tauschen? Nö. Spiel mir die Chor, um diese Kraft freizuschalten. Ich will die jetzt schon freischalten. Komm was schon, ist denn das? Peter. Muss ich hier draufdrücken wahrscheinlich, oder? Erwirb diesen Fokus zum Freischalten. Wie denn? Hä? Das ist so dumm. Alles Gute. Muss ich hier irgendwie noch beten oder so? Oder steht das hier in der Quest irgendwo? Aber die Leute, das nehmen das Schwert in der Macht erzeugen. Ja, das ist auch nicht wichtig. Nö, sagt deine mir alles nichts. Loyalität gegenüber geil. Der Vorhut ist uns ja, nicht nice. Gegangen. Gut, dann machen wir erstmal die Hauptquiz. Bis gleich. Gut, da sind wir angekommen. Sollen wir meine Waffe tauschen? Wir wollen ja noch ein bisschen Abwechslung haben. Hier spawnen immer 5000 Gegner. Da kann man auch schön farmen. Das mag ich. Das feiere ich jeden Tag. Weil Leveln ist das Wichtigste. Gut. Ich glaube, die Quest zeigt jetzt die verlorenen Sektors. So war das, glaube ich. Suchst du nach etwas? Ah, der war okay. Ah, willkommen in meine gemütlichen Versteckhüter. Ikora sagt, dass du kommen würdest. Und sie hat mir auch gesagt, warum. Du suchst also eine Waffenform. Sie gehörte zu den alten Schätzen von Kate, die während einer Vorhut-Operation geborgen wurde. Ich helfe dir gerne, aber es gibt einen kleinen Haken. Die ehemalige Jägervorhut war berüchtigt dafür, Schätze hinter ausgeklügelten Rätseln zu verstecken. In diesem Fall hat er die Karte mit dem Standort der Form in einzelnen Teile zerlegt und diese dann verstreut. Wer macht denn das? Das ist so dumm. Oh. Okay, diese ganze Rüstung ist so unnötig, weil, ja, wenn sie nur auf 1600 ist, dann bringt das nichts. Aber ich kann mir hier ein Abzeichen gönnen. Und ich finde, das letzte hier sieht echt gar nicht mehr so schlecht aus. Ich habe zwar das hier noch, aber nee. Mach mal das hier. So. Schiete? Lol. Der vom K schiete einfach. Behalte den Kopf unten und beweg dich auf leisen Sohlen. Was auch immer. Hol dir Kartenfragmente zurück, indem du Gefallene besiegst oder eine Truhe im verlorenen Sektor plündest. Dann machen wir direkt einen verlorenen Sektor. Hier ist direkt am Anfang eine. Verlorene Sektoren. Entdeckung. Du hast einen verlorenen Sektor gefunden. Das sind gefährliche Gebiete, in denen mächtige Kämpfer Truhen bewachen. Wenn du dieses Symbol in der Welt siehst, gibt es in der Nähe einen Eingang zu einem verlorenen Sektor. Genau. Die gibt's schon seit Destiny 1. Also nichts Neues mehr. Und eigentlich auch recht einfach. Es gibt natürlich noch diese krasseren verlorenen Sektor, wo man natürlich auch Exo-Sachen bekommt. Alles richtig geil. Aber die sind halt noch ultra einfach. Aber ich will mich schlucken. So, für mich schon gut. Zack. Dich weg. Oh, ein Aim. Jetzt kommen sie aber auch alle.
Kehre zu DFMK in der EZ zurück, herauszufinden, ob er helfen kann. Ja, gleich. Gleich, mein Jüter. Gut. Haben wir auch direkt einen Waffenmeister im Kram. Ey, warum will ich denn so schnell leveln, Alter? Ich bin gleich krasser als mein Jäger. Und für meinen Jäger musste ich schon echt farmen. Hier ist übrigens der leere Läuferbaum. Also hier kann ich selbst einstellen, was ich denn hier alles gerne haben möchte. Zum Beispiel Granaten kann ich nämlich hier auch ändern. Oder Aspekte. Die geben mir nämlich so Perks. Da nehme ich jetzt einfach mal die beiden. Und dann kann ich die Fragmente halt hier noch ein bisschen verstärken. Zum Beispiel Intelligent, Ballastigkeit, Disziplin wäre gut. Und Todesstöße. Ja. Haben wir schon mal ein leere Läuferbild. Ich weiß, da kann man auch ganz verrückte Sachen machen. Also, ich tüfte mich da eigentlich gar nicht so viel rein, weil es eigentlich auch nicht nötig ist. So, ich hatte jetzt noch keinen Moment, wo ich diese Sachen brauche. So, seitdem es rauskam, ist es eine nette Sache, aber jetzt auch nichts Weltbereichendes. Naja, kann man aber trotzdem mitnehmen. Wenn das einen so beschert, kann man das doch gerne mitnehmen. What the fuck? Ich habe Kate oft getroffen, um das eine oder andere über seine Codewörter zu wissen. Cosmoadenclub. Okay, den Rest lese ich jetzt nicht vor. Was ist hier verpackt? What the fuck? Ja, geil. Komm ich hier noch raus? Bereit, hinter die feindlichen Linien zurückzukehren? Sieht aus, als würde ich das jetzt hier nochmal machen müssen. Also bis gleich. Gut, der gibt mir eh nichts mehr Besonderes. Da ist die Quest, Risiko. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.